Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer im Livestream. Ich freue mich als ehemaliger Vorsitzender der Enquetekommission 6.1 Zukunft der ländlichen Regionen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Die Enquetekommission hat in ihrer fast vierjährigen Tätigkeit rund 150 Personen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Interessengruppen, Wirtschaft und Landespolitik zusammengebracht. Gemeinsam haben wir in über 65 Anhörungen und Fachgesprächen Handlungsempfehlungen erarbeitet. Die Übergabe des Abschlussberichtes an die Landtagspräsidentin erfolgte fast auf den Tag genau vor 2 Jahren, am 29. April 2019. Unsere Debatte heute zeigt, die Enquetekommission hat Herausragendes geleistet. Die erarbeiteten Empfehlungen treiben die brandenburgische Politik mit Weitblick voran. Die Enquetekommission hat Herausforderungen genauso wie Potenziale analysiert. Potenziale liegen beispielsweise beim Anbau und der Vermarktung regionaler Produkte, im Gesundheitstourismus oder in der Forstwirtschaft. Wir wollten es ganz genau wissen, was wünschen sich unsere Bürgerinnen und Bürger in den ländlichen Regionen? Und diese Frage haben wir im Rahmen einer Bürgerumfrage gestellt und ein differenziertes Bild erhalten. Auch wenn bestimmte Faktoren nicht immer zufriedenstellend sind, steht fest, Brandenburgerinnen und Brandenburger entscheiden sich bewusst für dieses Bundesland und sie leben hier sehr gern. Die Lebensqualität in unseren ländlichen Räumen wurde als insgesamt hoch bewertet. Es ist daher keine Frage, dass wir uns verpflichtet fühlen, die unter großer Beteiligung und weitgehend im großen Konsens getroffenen Empfehlungen umzusetzen, auch wenn natürlich nicht alles auf einmal geht. Am weitesten mit der Umsetzung sind wir bei einem Thema, das mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich bei den grundfunktionalen Schwerpunkten, die derzeit durch die regionalen Planungsgemeinschaften erarbeitet werden und demnächst auch ihre Wirkung entfalten, womit brandenburgische kleine Kommunen, die viele Funktionen haben, größeren Handlungsspielraum auch finanzieller Natur bekommen werden. Über den Entschließungsantrag von der Fraktion Die Linke zur Umsetzung unserer Handlungsempfehlung muss ich mich aber an dieser Stelle doch sehr wundern. Es wird nämlich nicht nur gefordert, dass die Fachausschüsse des Landtages sich mit den Empfehlungen beschäftigen, sondern darauf basierend erneut Handlungsbedarfe herausgearbeitet werden. Ich glaube, Die Linke hat hier was falsch verstanden. Die Empfehlungen der Enquetekommission sind keine Aufforderung zu einer erneuten Befassung. Die Empfehlungen sind hinreichend ausformuliert und spezifisch. So wie sie vorliegen, sollen sie auch umgesetzt werden. Es ist also nicht notwendig, diese breit diskutierten Empfehlungen in den Fachausschüssen zu verändern oder zu ergänzen oder gar neue Forderungen zu eröffnen. Dies trägt nicht zur Umsetzung der bestehenden Handlungsempfehlungen bei und auch nicht zur Geschwindigkeit der Umsetzung. Mehr noch, es konterkariert die Empfehlungen der Enquetekommission, die, und das möchte ich noch einmal besonders betonen, in ausführlichen Prozessen und konsensorientiert erarbeitet wurden. Die Fraktion Die Linke erwähnt zudem, dass man die Umsetzung der Empfehlungen an aktuellen Gegebenheiten anpassen muss. Sie versäumt jedoch, diese zu benennen. Der Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen hingegen empfiehlt konkret die Etablierung flexibler Arbeitsmodelle, die durch die Covid-19-Pandemie einen Schub erfahren haben. Die Bürgerumfrage der Enquetekommission hat uns bereits im September 2017 gezeigt, die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen ist entscheidend für die Lebensqualität im ländlichen Raum. Alternative Arbeitsmodelle, wie zum Beispiel mit einem höheren Anteil von ortsunabhängigem Arbeiten, Coworking Space zum Beispiel, können das Leben im ländlichen Raum noch attraktiver machen. Bereits im Jahre 2017 nahmen 29% der Befragten der Bürgerumfrage eine Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes im Vergleich zur Situation von 2007 wahr. Auch die Unterstützung von Unternehmensgründungen und die Stärkung kultureller Angebote im ländlichen Raum erfahren im Zuge der Corona-Pandemie eine besondere Aufmerksamkeit. Ein Konzept für die in der Enquete diskutierten kulturellen Ankerpunkte wurde bereits am Ende der Enquetekommission im Mai 2019 durch die Landesregierung vorgelegt. Um unsere Empfehlung breit zu kommunizieren, empfehlen wir die Evaluierung der Handlungsempfehlung an den dritten Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume »Das Land lebt« zu koppeln. Ich empfehle also, dem Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen zuzustimmen. Der Enquetekommission ist es gelungen, den Belangen der ländlichen Räume in Brandenburg dauerhaft Gehör zu verschaffen. Für diese Leistung aller Beteiligten möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Denn sie zeigt vor allem eins,
Brandenburgs ländliche Räume sind ein attraktives und vielfältiges Zuhause für Bürgerinnen und Bürger, die Wandel als Chance begreifen und ihr Zuhause mitgestalten wollen. Damit das auch weiterhin möglich ist, brauchen wir auch weiterhin Liedermittel. Ganz wichtiger Punkt für den ländlichen Raum. Einen Punkt möchte ich aber noch mal ganz, ganz deutlich ansprechen. Wir reden zwar heute hier über den ländlichen Raum, aber wir müssen immer das ganze Land im Blick haben. Was wir brauchen, sind unterschiedliche Herangehensweisen und die Möglichkeiten, an Probleme unterschiedlich heranzugehen. Was wir nicht brauchen, ist ein Gegeneinander zwischen Stadt und Land, zwischen Rand-Berlin und den ländlichen Räumen. Denn uns müssen alle Menschen, die hier in Brandenburg leben, gleich viel wert sein für unser schönes Bundesland Brandenburg. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Abgeordneter.